بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وأستاذنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen insha'Allah ta'ala heute mit dem zweiten Teil von Surat Al-Haqqah weitermachen. Wir hatten letzte Woche den ersten Teil besprochen gehabt und aufgezeigt gehabt, dass Surat Al-Haqqah eine rein mekkanische Sura ist, welche wahrscheinlich im fünften Jahr nach der Bi'tha dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurde, und wir hatten diesbezüglich diese schöne Überlieferung von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda erwähnt gehabt über seine Konversion, wie er dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört hatte, dass er vor der Kaaba Surat al-Haqqah rezitierte. Und wir hatten auch aufgezeigt gehabt, dass Surat al-Haqqah bekannt ist in erster Linie unter dem Namen al-Haqqah, aber noch zwei weitere Namen besitzt, welche ihr zugeschrieben werden. Welche waren das gewesen? Nein, das ist Surat Al-Ma'arij, Al-Waqi'. Al-Silsila. Surat Al-Silsila. Ja? Weil dieses Wort Silsila nur einmal im Koran vorkommt, in Surat Al-Haqqa. Silsilatin dharu'uha sab'una dhira'an fasluku. Und es gibt noch einen zweiten Namen, der aber nicht geläufig ist. Was? Ich weiß nicht, die Akustik. Al-Wa'iyah. Al-Wa'iyah meinst du? Al-Wa'iyah. Ja? Und das ebenfalls, weil dieses Wort nur einmal im Koran vorkommt. Lita'iyaha udhunun wa'iyah. Tamam. Wir haben auch über den Aufbau der Sura gesprochen gehabt. Nochmal so ganz kurz, insha'Allah ta'ala, als Wiederholung, dass Allah ta'ala in den ersten drei Versen mit einer rhetorischen Frage beginnt. Erstmal nur wirft er ein Wort in den Raum, Al-Haqqah, ja, und dann kommen diese zwei rhetorischen Fragen, Mal-Haqqah wa ma-adraka mal-Haqqah, was lässt dich wissen, was Al-Haqqah ist, also wo es um die Hervorhebung des jüngsten Tages geht. Dann in den Abschnitt 4 bis 10 bringt Allah subhanahu wa ta'ala Beispiele für vorherige Völker, welche bestraft wurden als Warnung für die Quraysh, weil in dieser Sura geht es ja darum, dass die Quraysh gewarnt werden sollen, dass sie durch ihre Verleugnung des jüngsten Tags, durch die Verleugnung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, durch die Verleugnung der Offenbarung bestraft werden von Allah subhanahu wa ta'ala, und dass ihnen genau dasselbe geschehen kann wie den vorherigen Völkern. Und Allah ta'ala, er beginnt mit zwei Völkern, und zwar mit dem Volk der Ad und mit dem Volk der Thamud. Und interessanterweise zuerst mit dem Volk der Thamud und erst dann mit dem Volk der Ad. Obwohl das Volk der Ad im Koran immer vor dem Volk der Thamud erwähnt wird. Wir hatten auch gesagt, warum das so ist. Kann sich vielleicht jemand erinnern? Warum hat Allah Ta'ala zuerst das Volk der Thamud erwähnt und dann das Volk der Ad? Weil er länger über das Volk von Ad spricht. Genau, weil Allah Ta'ala ausführlicher über die Ad spricht. Und in der arabischen Sprache ist es rhetorisch angebracht, dass der längere Teil nach dem kürzeren Teil kommt. Das ist eine Begründung, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala das vorgezogen hat, obwohl normalerweise die Ad immer vor den Thamud erwähnt werden. Dann im Vers Nummer 11 spricht Allah über die Rettung der Gläubigen. Wir werden natürlich über den zweiten Teil heute noch weiter sprechen, weil noch andere Völker erwähnt werden. Dann die Ereignisse am jüngsten Tag. Die Abrechnung mit den Gläubigen und ihre Belohnung, die Abrechnung mit den Ungläubigen und ihre Bestrafung und dann die Bestätigung, dass der Koran eine Botschaft von Allah Ta'ala ist und Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ein Gesandter Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und damit schließt die Sura auch ab. Wir wollen uns heute insha'Allah ta'ala weiter mit dem zweiten Abschnitt beschäftigen, den dritten und dem vierten Abschnitt und sogar schon auf den fünften Abschnitt eingehen. So dass dann nur noch zwei Abschnitte übrig bleiben, welche wir insha'Allah, in Ahyan Allah, wenn Allah uns Leben geben sollte, nächste Woche besprechen werden. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tamam.
Allah subhanahu wa ta'ala, er hat jetzt also über zwei Völker gesprochen gehabt. Einmal das Volk der Thamud. Und welcher Prophet wurde zu den Thamud gesandt? Salih, alayhi salam. Und dann das Volk der Ad. Und welcher Prophet wurde zu den Ad gesandt? Hud, alayhi salam. Allah Ta'ala, er spricht über die Strafe der Thamud und über die Sprache der Ad. Wir haben darüber bereits gesprochen gehabt. Warum wurden denn gerade diese beiden Völker als erstes erwähnt? Warum wurden diese beiden Völker als erstes erwähnt? Was ist der Grund? Die Schwestern dürfen sich auch beteiligen, natürlich. Sie haben jetzt keine Meldung. Deswegen, ja? Weil es einerseits arabische Völker waren. Das ist das eine. Andererseits aber waren es auch sehr frühe Völker gewesen. Allah Ta'ala, er geht zwar noch in dieser Sura auf die Nuh ein, also das Volk von Nuh indirekt, also er erwähnt nicht Nuh, aber er geht darauf kurz ein in einer Ayah. Und Nuh war ja auf jeden Fall vor den Ad und den Thamud gewesen. Also kann die zeitliche Reihenfolge nicht unbedingt die Rolle oder der Grund sein, warum Allah Ta'ala sie zuerst erwähnt hat. Aber sie gehören auf jeden Fall zu den sehr frühen Völkern. Aber was vielleicht noch ausschlaggebender ist, dafür, dass Allah sie als erstes erwähnt hat, ist, sie sind den Arabern bekannt gewesen. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ. Subhanallah. Und ihr geht immer wieder an ihnen vorbei, morgens, abends. Also ihr seht ihre Ruinen, ihr kennt sie, sind in euren Gedichten erwähnt. Es sind Riesenvölker gewesen. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. Das Volk von Hud, eine gewaltige Stadt im Süden der arabischen Halbinsel. Also ein unglaublich großes Volk, ein gewaltiges Volk, was eine unglaublich große und fortschrittliche Zivilisation hatte, die aber untergegangen ist. Und sie sehen diese Ruinen, sie sehen die Überreste, sie kennen die Geschichten aus den Gedichten, aus dem, die überliefert wurden mündlich. Und deswegen beginnt Allah Ta'ala mit ihnen, damit den Quraysh noch einmal klar wird, es gab Völker, die noch viel fortschrittlicher waren, die noch viel weiter waren, noch viel wissender waren, aber all das hat ihnen nichts geholfen, weil sie nämlich die Propheten verleugnet haben. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala uns über die Strafen dieser beiden Völker in Kenntnis gesetzt hat, dass er sie vernichtet hat, und dann ihre Geschichten abschließt mit einer weiteren rhetorischen Frage. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Siehst du denn etwas von ihnen übrig geblieben? Ist nichts übrig geblieben. Nichts von ihrer Zivilisation ist übrig geblieben. Obwohl sie fortschrittlich waren. Und das ist immer das Problem der Menschen, subhanallah. Auch heutzutage ist es ein Problem. Die Menschen denken, sie seien unsterblich. Ihre Zivilisation sei unsterblich. Aber wir sehen, das ist nicht so. Jetzt gerade momentan, subhanallah, können wir das selbst miterleben. Wir sehen gerade die Entstehung einer neuen Weltordnung. Wir sind eine Generation, die gerade die Entstehung einer neuen Weltordnung erlebt. Jetzt gerade erst momentan ganz aktuell mit der Ukraine-Krise und dem Krieg in der Ukraine. Wir wissen nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Es ist natürlich schrecklich, was da passiert. Unglaubliches Leid, was über die Menschen gebracht wird. Aber das, was jetzt uns betrifft hier, unser Thema ist, wir erleben gerade die Entstehung einer neuen Weltordnung. Die Frage ist, wie lange wird der Westen als erste Welt, als zivilisatorische Welt, wie er dann auch immer beschrieben wird, als führende Welt noch führende Welt bleiben? Wir wissen es nicht. Und ich meine, es gab Reiche in der Geschichte, die viel länger angehalten haben als unsere heutige Zivilisation, wie wir sie kennen. Ob es das Römische Reich war, ob es die Abbasiden waren, ob es die Pharaonen gewesen sind. Also es gab unglaublich große Reiche in der Menschheitsgeschichte, die sehr viele Jahrhunderte angehalten haben. Unglaublich viele Jahrhunderte. Und trotzdem sind sie irgendwann einmal untergegangen. Und das muss uns nochmal klar sein. Nichts bleibt für ewig. Und wenn die Menschen sich vom Weg Allahs, von diesem geraden Weg, den Allah Ta'ala den Menschen aufgezeigt hat, abwenden,
dann sind sie früher oder später, egal wie fortschrittlich sie sind, dem Untergang geweiht. Egal wie fortschrittlich sie sind. Und das muss mir als Mensch auch noch einmal klar werden. Das gilt jetzt für Zivilisationen und für Reiche, die Jahrhunderte andauern, über Generationen hinweg. Aber das Gleiche kann ich auch auf mich selbst runterbrechen, auf mein eigenes Leben. Wenn ich den Weg Allahs gehe, dann werde ich inshallah ta'ala sogar noch über meinen Tod hinaus existieren durch den Lohn, den ich bekomme. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Außer denen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Sie kriegen einen Lohn, der nicht abbricht. Subhanallah, sogar nach ihrem Tod noch. Der bricht nicht ab. Aber wenn ich mich abwende von dem Wege Allahs, dann kommt genau das فَهَلْتَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ. Bleibt da noch irgendetwas übrig von diesen Menschen, außer vielleicht seine schlechten Taten, die dann noch sogar gegen ihn gelten werden. Deswegen ein vielleicht ganz wichtiger Aspekt ist eine Ermahnung. Eine Ermahnung, die sehr wichtig ist, gerade in der Zeit der sozialen Netzwerke. Meine lieben Geschwister, ich weiß, mashallah, wir haben auch viele talentierte Geschwister unter uns, die einen TikTok-Account haben, der Hunderttausende von Menschen erreicht. Ich bin immer überrascht, manche Brüder kommen und sagen, ja, hier, 500.000 Follower, krass. Ja? Und ich dachte immer, ich habe mit meinen 5.000 Leuten auf Instagram irgendwie große Reichweite und die haben dann, mashallah, ja, 500.000. Ja? Das ist immer so krass. Okay, gut. Ja? Wir sind doch von gestern, ja? Also kennen uns nicht so gut aus. Aber unabhängig davon. Und dann hast du manche mit 300.000 und weiß ich nicht was. Unglaublich, mashallah. Und es ist etwas Positives. Nur die Frage ist die. Und das habe ich auch gesehen. Was willst du der Welt hinterlassen? Gerade in dieser Zeit. Welchen Eindruck möchtest du hinterlassen? Weil all das sind dir gespeicherte Daten. Wenn du Videos hochlädst, ob es auf TikTok ist, ob es auf Instagram ist, ob es auf YouTube ist. Das sind alles Dinge, die bleiben werden. Auch nach deinem Tod. Eventuell. Auch nach deinem Tod eventuell. Auch nachdem du vielleicht Taube gemacht hast. Es bleibt. Wenn es etwas Nützliches ist, dann wirst du dafür Hasanat bekommen. Selbst nach deinem Tod. Wenn es aber etwas Schädliches ist, was den Menschen nichts nützt, dann wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Und du wirst weiterhin Sayyiat auf dich laden, selbst wenn es etwas, weil selbst wenn du nicht mehr auf dieser Welt sein solltest. Das muss ich immer vor Augen haben. Das muss mir immer bewusst sein. Gut. Kommen wir jetzt insha'Allah ta'ala zu unserem heutigen Teil. Allah ta'ala, das ist immer noch dieser zweite Abschnitt, er spricht jetzt über weitere Völker, welche den Quraysh bekannt gewesen sind. Und zwar spricht jetzt Allah ta'ala über zunächst erst einmal eine wirklich gewaltige Zivilisation. Die ägyptische Zivilisation. وَجَاءَ فِرْعَوْنَ. Und es begingen Pharaon. وَمَنْ قَبْلَهُ. Und wer vor ihm war. وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Und die umgestürzten Städte vergehen. Allah Ta'ala erwähnt jetzt in einer einzigen Ayah zwei Beispiele. Es geht in diesen mekkanischen Ayat nicht um Einzelheiten. Was genau geschehen ist. Darum geht es in der Regel nicht. Sondern es geht darum, kurze und knappe Botschaften auszusenden. Schaut mal. Die Aad, die Samud. Und jetzt, Pharaon und die Mu'tafikat. Wir erklären gleich, wer die Mu'tafikat sind, inshallah ta'ala. Die Quraysh wussten sofort, wer damit gemeint ist. Pharaon kannte jeder. Ich meine, heute kennen wir alle Pharaon. Ja, wer kennt nicht die ägyptische Zivilisation und Geschichte? Und Pharao und die Geschichte vom Pharao. Kennt jeder auf der gesamten Welt. Und natürlich, die Araber kannten sie genauso. Ich meine, sie sind ja im Grunde Nachbarn gewesen. Das Einzige, was sie davon getrennt hat, war das Rote Meer gewesen. Und sie kannten die Geschichte von Musa alayhi salam und was mit Pharaon geschehen ist. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala erinnert sie daran. Und er sagt, nicht nur Pharaon, was mit ihm geschehen ist, sondern auch wer vor ihm war. Und es gibt eine andere Qira'a von Al-Kisai, die heißt, وَمِنْ قِبَلِهِ. Das heißt, ja, und all diejenigen, die so sind wie er, subhanallah. Und all diejenigen, die mit ihm sind, all diejenigen, die diesen selben Weg gehen, sie haben ebenfalls große Vergehen begangen und wurden dafür von Allah subhanahu wa ta'ala dann auch zur Rechenschaft gezogen. Und deswegen sagt Allah ta'ala in der darauffolgenden Ayah, فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ.
So widersetzten sie sich den Gesandten ihres Herrn. Wir kommen auf diese Eier noch etwas ausführlicher zu sprechen. Ja? Aber nur kurz, was mit ihnen geschehen ist. Allah Ta'ala, er zeigt auf, wie es endete. Da ergriff er sie mit stärker werdendem Griff. Das heißt, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat sie genauso vernichtet, wie er die Aad und die Thamud vernichtet hat. Kurze und knappe Botschaft. Die Geschichte von Pharaon ist klar. Wir wissen, was mit Pharaon geschehen ist. Er wurde ertrinkt. Er ist ertrunken im Roten Meer. Wer sind aber jetzt die Al-Mu'tafikat? Tafaka bedeutet so viel wie etwas umdrehen. Von Afika, Ifk. Was ist ein Ifk? Was ist ein Ifk in der arabischen Sprache, die wir Arabisch kennen? Was ist ein Ifk? Ifk ist eine Form von Lüge. Ich verdrehe die Tatsachen. Ich verdrehe die Tatsachen. Und die Mu'tafikat sind die Umgedrehten. Und hier ist das Jam' Mu'annath Salim. Das heißt, hier wird irgendetwas Weibliches beschrieben. Was wird hier beschrieben? Hier werden Städte beschrieben. Mehrere Städte werden hier beschrieben. Und eine Stadt in der arabischen Sprache ist weiblich. Medina. Plural, Madain oder Mudun, je nachdem. Und Allah Ta'ala, er beschreibt hier bestimmte Städte. Und den Arabern war sofort klar gewesen, welche Städte damit gemeint sind. Welche umgedrehten Städte gibt es denn? Sodom und Gomorra. Ja, Sodom und Gomorra. Und es sind nicht nur Sodom und Gomorra, es sind viele kleine Städte gewesen. Über 20 waren es gewesen. Wahrscheinlich so eine Art, weiß ich nicht, muss man sich vorstellen, wie so ein Ruhrgebiet, so mehrere Städte nebeneinander in einem Gebiet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt hier nur die Umgedrehten, Umgestürzten. Und hier in der Übersetzung kommt noch was? Städte. Das steht aber so nicht. Ja, im Arabisch steht einfach nur die Umgedrehten. Und es ist klar, was damit gemeint ist. Weil Allah ta'ala, er erwähnt auch immer wieder, ja, immer wieder im Koran, ja, diese Geschichte, die Geschichte von Lut alayhi salam. Mit seinem Volk. Und Allah Ta'ala, er spricht dann über die Strafe von ihnen, indem er sagt, فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ. Und wir haben عَالِيَهَا, das was oben war, zum unteren gemacht. Also wir haben sie auf den Kopf gestellt. Und wir haben dann noch zusätzlich auf sie Steine aus Ton Sijil, gebrannten Ton, regnen lassen. Allahu Akbar. Die Frage, die sie stellt, ist, das ist sehr interessant an dieser Stelle. Warum hat denn Allah Ta'ala ihre Städte auf den Kopf stellen lassen und im Erdboden versinken lassen auf diese Weise? Was könnte der Grund sein? Was ist ihre Sünde gewesen oder was sind ihre Sünden gewesen? Haben ja mehrere Sünden gehabt. Sie haben ja nicht nur eine Sünde gehabt. Aber es ist das Zusammenkommen all dieser Dinge. Was ist ihr eigentliches Problem gewesen? Schwul. Schwul. Ja? Ja, nicht, dass sie einfach nur Schwulen sind. Das ist, es gibt überall. Es gab schon immer in der Geschichte Menschen, die homosexuell waren. Ja? Das ist aber nicht nur das, sondern? Was? Ja, ungehorsam, aber? Ja, vom Wege Allahs haben sie abgelenkt, aber es ist nicht nur das, ja? Ja, sie haben ihre Meinung auf andere gezeigt. Genau, sie haben diese Sache, ja, diese Fahische, die Allah Fahische bezeichnet. Was? Neigung, genau. Sie haben ihre Neigung zu einer Ideologie gemacht und haben sie anderen aufgezwungen. Sie haben sie anderen aufgezwungen. Und haben versucht, das zum Maßstab zu machen. Und deswegen war Lut alayhi salam jemand, der für sie konservativ war. Jemand, der altmodisch war. أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ Subhanallah. Vertreibt die Familie von Lut aus euren Städten. Warum? Was ist der Grund? Das sind Leute, die sich reinigen wollen. Das sind so altmodische Leute, die denken noch an Ehe, Beziehung zwischen Mann und Frau. Ja. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen was anderes. Ja? Das ist eine alte Zeit. Und Subhanallah, das zeigt nochmal etwas ganz, ganz Wichtiges. Das, was wir heutzutage haben,
an Ideologien. Auch diese Bewegung, ja, diese LGBTQ und dann kommen ja noch irgendwelche anderen, dann noch ein Sternchen. Ja. Diese Bewegung ist nichts Neues. Also das, was wir heute haben, ist keine Erfindung der Neuzeit. Das gab es schon mal in der Geschichte. Und vieles von dem, was wir heutzutage haben, gab es schon mal in der Geschichte. Die Menschen denken, wir sind erst jetzt sozusagen so weit und so fortschrittlich. Aber nein, das gab es schon mal in der Geschichte. Ist einfach nur eine Wiederholung. Und hier ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Weil vieles wird hier missverstanden. Häufig werden Muslimen vorgeworfen, ja, Muslime verfolgen Homosexuelle etc. Stimmt überhaupt nicht. Völliger Unsinn. Völliger Unsinn. Sondern das Einzige, was wir sagen, ist, dass die normale und natürliche Beziehung, wenn es um sozusagen die Ehe geht oder wenn es um die Beziehung geht zwischen den Menschen, um das Intime, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau im Rahmen einer Ehe. Uns interessiert überhaupt nicht als Muslime, wer heterosexuell oder wer homosexuell ist. Oder habt ihr jemals erlebt, dass an der Moschee an der Tür gefragt wurde, bist du homo oder hetero? Irgendwann war jemand erlebt, der gesagt hat, sag mal, bist du, was ist deine sexuelle Neigung? Das sind kein Mensch, wem geht es überhaupt was an? Geht niemandem was an. Schließt der Islam aus, dass es Menschen gibt, welche homosexuelle Neigungen haben? Nein, überhaupt nicht. Schließt er überhaupt nicht aus. Und es gab immer Menschen, die diese Neigung hatten. Das steht außer Frage. Genauso wie es immer Menschen gab, welche pädophile Neigung hatten. Es gab immer Menschen, welche Neigung hatten in Bezug auf ihre Mütter, ihre Schwestern, also Inzestneigung hatten. Es gab immer welche, die hatten Neigungen zu Tieren. Gab es immer. Und wird es auch immer geben. Sodomie wird es immer geben. Es gab diese Menschen, und wenn du die Bücher liest, auch islamische Bücher, alte, du hast immer diese Themen. Ja? Das ist was ganz Normales, das ist was ganz Natürliches. Nur, was ist das Problem? Das Problem ist das, was das Volk von Lut alaihi salam getan hat. Sie haben versucht, es den Menschen aufzuzwingen. Und das zum Maßstab zu machen, obwohl es nicht der Maßstab ist. Das zum Maßstab zu machen, obwohl es nicht der Maßstab ist. Und von den Menschen zu verlangen, das auch so zu akzeptieren und auch selbst sogar so zu praktizieren. Und wer das nicht tut, gehört nicht zu uns. Also es wird der Gesellschaft regelrecht aufgezwungen. Und das ist eine Entwicklung, die wir momentan auch leider haben. Gerade in westlichen Gesellschaften. Wo man versucht, den Menschen das aufzuzwingen. Aber sonst, keinem Menschen geht es etwas an, was du für eine sexuelle Neigung hast. Überhaupt niemanden. Und es gibt auch Muslime, praktizierende Muslime, und ich weiß es, weil die mich sogar selbst angesprochen haben, welche diese Neigung haben. Ja, was sagt man jetzt solchen Menschen? Wie geht man damit um? Kann der Islam gegen die Liebe sein? Kann der Islam gegen die Liebe sein? Kann Religion und Gott gegen die Liebe sein? Ich meine, Gott hat auch diesen Menschen so erschaffen. Und sicherlich gibt es Menschen, die wirklich mit dieser Neigung auch auf die Welt kommen. Und hier gilt es, Folgendes zu sagen, klar und deutlich. Es ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist genauso eine Prüfung, wie wenn sich ein Mann in eine Frau verliebt, die er nicht heiraten kann. Was ist, wenn du dich in eine verheiratete Frau verliebst? Was machst du dann? Du wirst niemals heiraten können. Was musst du machen in solch einem Moment? Was ist deine Aufgabe? Sabr. Du musst Geduld haben. Gut. Was ist, wenn du pädophil sein solltest? Möge Allah davor bewahren. Aber nimm mal an, du hast diese Neigung. Und ich meine, die Männer, die diese Neigung haben, sind ja meistens Männer. Glaubt mir, die freuen sich ganz bestimmt nicht darüber, dass sie diese Neigung haben. Das ist wahrscheinlich eine Riesenqual für diese Menschen. Sollen wir jetzt Pädophilie legalisieren, nur weil es Menschen gibt, die pädophil sind? Einfach eine ganz normale Frage. Und es gab diese Versuche. Wir wissen, dass die Grünen versucht haben, noch in den, ich weiß nicht, 80ern oder 70ern, ja, Pädophilie zu legalisieren. Subhanallah. Ja? Es ist Liebe. Warum legalisieren wir nicht die Liebe zwischen dem Sohn und seiner Mutter? Soll der Islam und Gott und die Gesellschaft gegen die Liebe sein? Und was ist das Problem, wenn sich jemand in eine Kuh verliebt? Ja? Was spricht dagegen? Vielleicht liebt die Kuh ihn ja auch. Ja? Und das alles sind Dinge, ja, wo man merkt so,
Die Argumentation ist nicht plausibel. Die Argumentation ist nicht plausibel. Und ja, es gibt Menschen und es ist eine Prüfung. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Frage. Was ist denn, wenn jemand jetzt sogar eine Grenze überschritten haben sollte? Er hat eine Grenze überschritten. Er ist intim geworden mit dem gleichen Geschlecht. Was ist dann? Dann ist genau dasselbe wie ein anderer Mensch, der intim geworden ist mit dem anderen Geschlecht außerhalb der Ehe. Er muss Taube machen. Allah um Vergebung bitten. Und Allah wird seine Reue annehmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird seine Reue annehmen. Und deswegen, ja, dass es das gibt, natürlich gibt es das, genauso wie viele andere Dinge, die es gibt. Aber der Islam lehrt uns, wie wir damit in richtiger Weise umgehen. Und dass wir das nicht verteufeln, dass es das gibt. Es gibt es und wird es auch immer geben. Es ist nicht sicher, oder? Es wird Menschen geben. Und ich weiß es auch, ich kenne es ja wirklich, ich kenne mehrere Fälle persönlich, ja, wo Leute sich anvertraut haben oder Eltern sich mir anvertraut haben. Ja? Und wo die sagen, ja, wir sind in einem muslimischen Haushalt aufgewachsen und ich habe einfach diese Meinung, ich kann nichts dafür. Und ich sage auch nicht, dass du das dafür kannst. Sieh es als dein Dschihad an. Sieh es als deinen Dschihad an auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Sache, mit der Allah ta'ala dich geprüft hat. Du brauchst dich auch nicht dafür zu schämen. Du kannst ja nichts dafür. Bitte Allah, dass er dir die Kraft gibt und er wird dir die Kraft geben, insha'Allah ta'ala. Und solltest du einen Fehler gemacht haben, dann bitte Allah um Vergebung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dir vergeben. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, zu unserem Thema. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt hier über mehrere Zivilisationen. Einmal die Ägypter und diejenigen, die vor ihnen waren oder sogar die genauso waren wie die Ägypter und der Pharao. Dann das Volk von Lut alayhi salam. Und jetzt stellt sich doch die Frage, was wir noch nicht beantwortet haben, ist, warum hat Allah ta'ala die Städte auf den Kopf stellen lassen? Weil sie nämlich ihre Fitra auf den Kopf gestellt haben. Das heißt, wenn ich anfange, die Fitra, mit der Allah mich erschaffen hat, auf den Kopf zu stellen und das, was eindeutig der Fitra widerspricht, zu verändern und so zu tun, als wäre das das Normale und die Fitra, die jeder Mensch hat, das Anormale, dann habe ich im Grunde genommen die Tatsachen verdreht und auf den Kopf gestellt. Und deswegen, al-jaza'u min jins al-amal. Al-jaza'u min jins al-amal. Die Vergeltung ist immer entsprechend der Tat, die ich begangen habe. Ganz klar. Und jetzt sagt Allah ta'ala, fa'asau rasula rabbihim. So widersetzten sie sich den Gesandten ihres Herrn. So widersetzten sie sich den Gesandten ihres Herrn. Und Allah ta'ala, er sagt hier, rasula rabbihim. Er sagt nicht, fa'asau rasul, sondern er sagt, fa'asau rasula rabbihim. So widersetzen sie sich den Gesandten ihres Herrn. Oder er sagte auch nicht, Rasulahum, ihren Propheten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und zwar, wir gehorchen den Propheten, weil wir Allah gehorchen. Allah hat von uns verlangt, dem Propheten zu gehorchen und ihnen Folge zu leisten. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ihn schon oft erwähnt, aber ich kann ihn nicht oft genug erwähnen. Wir haben momentan eine regelrechte Hetzkampagne gegen die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt Protagonisten in den sozialen Netzwerken, die auf Deutsch sprechen, auf Englisch sprechen und auch auf Arabisch, in den unterschiedlichsten Sprachen, welche versuchen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf die Aufgabe eines Postboten zu reduzieren. Auf die Aufgabe eines Postboten zu reduzieren. Seine einzige Aufgabe sei es gewesen, den Koran zu übermitteln. Nicht mehr und nicht weniger. Und dementsprechend ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, für uns Muslime nicht verbindlich. Und wir brauchen keine Sunna. Und wir brauchen keine Sunna. Was kommt am Ende dabei raus? Es kommt dann dabei raus, ja, eigentlich brauche ich auch gar nicht mehr wirklich fünfmal am Tag zu beten. Das ist nicht sicher, wirklich, das momentan findet momentan statt. Das ist gerade, Sammy, ja, du weißt ja, ja, findet momentan statt. Leute wirklich, ja, die behaupten, sie würden den Islam praktizieren, sagen uns heutzutage und haben eine große Reichweite auf Instagram und weiß ich nicht wo und sagen dir, du musst gar nicht fünfmal am Tag beten.
Das kommt darauf an, wie deine Einstellung dazu ist. Ja? Alles wird in Frage gestellt. Wie der Prophet den Islam praktiziert hat, das ist nicht wirklich wichtig, nicht verbindlich für uns. Seine Empfehlung aber nicht mehr, wenn überhaupt. Und das, was dem Koran aus meiner Sicht widerspricht, das so und so abzulehnen. Das ist natürlich immer die Frage, was widerspricht denn wirklich dem Koran, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt oder getan hat? Natürlich in ihren Augen nur. Und deswegen noch einmal, seid auf der Hut, meine lieben Geschwister, vor dieser neuen Bewegung, die wir heutzutage haben. Die ist gefährlich, brandgefährlich. Weil ich sage euch, wo sie endet. Sie endet im Kufr. Und das ist das, was wir momentan sehen. Sie endet im Kufr. Sie endet in der Verleugnung der Fundamente des Islam. Ich kann mich dann noch so oft Muslim nennen und als Muslim bezeichnen. Was ist das für ein Islam, wo ich gar keine Fundamente mehr habe, wo alles beliebig geworden ist? Es ist genauso so bekloppt und so irrsinnig wie jemand, der sagt, ich bin Christ, aber glaube nicht an Jesus. Ja, es gab ja Leute wirklich, die haben Jesus in Frage gestellt. Ja? Was bringt das? Dann noch sich noch als Christ zu bezeichnen. Und genauso irrsinnig ist es, sich als Muslim zu bezeichnen, aber nicht zu glauben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für dich verbindlich ist oder dass der Koran wirklich auch das Wort Gottes ist. Da gibt es ja auch mittlerweile einige, die das anzweifeln. Wala hawla wala quwwata illa billah. Also, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiya. Da ergriff er sie mit stärker werdendem Griff. Rabiya von Rabba. Und Rabba ist etwas sozusagen, was sozusagen etwas überschreitet. Rabwa ist eine Anhöhung. Rabwa ist eine Anhöhung. Und damit ist was gemeint? Ja, damit ist eine harte Strafe gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie hart bestraft. Und Akhdha deutet darauf hin, dass es einmalig war. Eine Sache, ein Schrei, plötzlich kommt Wasser auf der Erde, er ertrinkt. Plötzlich, es kommt plötzlich, nicht auf einmal. Und jetzt kommt der dritte Abschnitt, innerhalb der sozusagen, die wir in einer Ayah haben. Und zwar Allah Ta'ala, er spricht zwar immer noch über die Völker, welche vernichtet wurden, aber er erwähnt dieses letzte Volk in einem anderen Kontext. Und zwar in dem Kontext, wo er über die Gläubigen spricht, dass sie gerettet wurden. Um jetzt aufzuzeigen, die Gläubigen wurden bei all dem gerettet vor der Strafe. Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariyah. Gewiss, als das Wasser das Maß überschritt, trugen ja wir euch auf dem fahrenden Schiff. Al-jariyah. Ja, das ist sozusagen ein Schiff, was auf dem Meer schwimmt oder auf dem Meer rennt. Ja, und Allah Ta'ala, er zeigt hier auf, ja, dass die Gläubigen gerettet wurden in der Zeit von Nuh alaihi salam, als das Volk den Propheten Nuh alaihi salam verleugnet hatte. Und er spricht nur über die Strafe und dann die Gläubigen, welche gerettet wurden, um aufzuzeigen, dass die Gläubigen, welche gerettet wurden, in dieser Zeit im Grunde genommen die gesamte Menschenrasse gerettet haben. Hätte Allah da nicht der Menschenrasse einfach ein Ende setzen können? Hätte er. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, es sind die Gläubigen gewesen, welche die Menschheit vor der Ausrottung gerettet haben. Welche die Menschheit vor der Ausrottung gerettet haben. Und in dem Sinne zeigt Allah Ta'ala noch einmal auf, dass wir als Menschen dankbar sein sollten, dass Allah Ta'ala uns immer wieder eine Chance gibt als Menschen. Immer wieder. Und auch dir als Mensch gibt er immer wieder eine Chance. Jedem Einzelnen von uns. Wie oft sündigen wir? Wie oft machen wir Fehler? Wie oft kommen wir vom richtigen Weg ab? Und immer wieder haben wir die Möglichkeit, zu Allah Ta'ala zurückzukehren. Bis zum Ende. Bis unsere Stunde eintrifft, unsere persönliche Stunde. Es gibt einmal die As-Sa'atul Kubra, die große Stunde, welche die gesamte Menschheit betrifft. Und es gibt die As-Sa'atul Sughra, die kleine Stunde, welche jeden Einzelnen von uns betrifft. Und ich weiß weder, wann die As-Sa'atul Kubra ist, noch wann die As-Sa'atul Sughra ist. Ja, subhanallah. Ich weiß weder, wann der jüngste Tag ist. Mein Mas'ud anhabi alam minasail. Der Gefragte weiß nicht mehr Bescheid als der Fragende. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Jibril alaihi wasallam sagte, als er ihn fragte, wann ist die Stunde? Und umgekehrt, ich weiß auch nicht, wann meine eigene Stunde ist. Und dementsprechend sollte ich als Muslim immer vorbereitet sein. Und jetzt zeigt uns Allah Ta'ala auf, warum er das erwähnt. Und zwar, und warum er auch diese Geschichte verewigt hat, sodass
alle Völker im Grunde genommen diese Geschichte kennen. Die Geschichte einer Sintflut, um dass Menschen gerettet wurden. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً, um es für euch zu einer Erinnerung zu machen, eine Ermahnung, damit wir immer wieder sehen, die Geschichte wiederholt sich. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, und damit es von einem jeden aufnahmefähigen Ohr aufgenommen wird. Und das ist das, worauf es ankommt, meine lieben Geschwister. Ich kann noch so viele Vorträge hören. Ich kann noch so viele Ermahnungen bekommen, wenn ich nicht bereit bin, diese Ermahnung auch wirklich aufzunehmen, auch wirklich in mein Herz zu lassen, dann wird alles abprallen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, die Quraysh, sie hatten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam unter sich gehabt. Ich meine, welcher Da'iyah war besser als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Subhanallah. Ich meine, du kannst auch so tolle Vorträge halten, ja? Aber wer wird mehr Charisma, mehr Ausstrahlung gehabt haben, ein größeres Vorbild gewesen sein als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Und trotzdem gab es Menschen, die ihn nicht befolgt haben. Trotzdem gab es Menschen, die ihn bekämpft haben. Obwohl sie erkannt haben, er ist ein Gesandter Allahs. Und dementsprechend, du kannst noch so viele Ermahnungen bekommen. Wenn du nicht bereit bist, dem zuzuhören, wirst du davon nicht profitieren. Du musst dich dem öffnen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dir alles gegeben und du musst bereit sein, es aufzunehmen. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? Über die Thamud oder Ad, kannst du sagen? Fastahabbu al-ama ala al-huda. Thamud war das. Fastahabbu al-ama ala al-huda, genau. Wa amma Thamud fahadaynahum fastahabbu al-ama ala al-huda. Was aber die Thamud angeht. So wollten wir sie recht leiten. Sie aber liebten die Blindheit mehr als die Rechtleitung. Das heißt, die Rechtleitung in der Form eines Propheten ist zu ihnen gekommen, aber sie haben sie abgelehnt. Es kommt also darauf an, wie du die Sache empfängst. Weil die Rechtleitung ist da, du musst sie nur nutzen. Und bereit sein, dich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Es gibt einige Ahadiths diesbezüglich über diesen Vers, dass mit diesem aufnahmefähigen Ohr Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda gemeint sein soll. Ja, hier gibt es einige Überlieferungen und das heißt dann vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sa'altu Rabbi an yaj'alaha udhuna Ali. Ich habe meinen Herrn darum gebeten, als diese Ayah offenbart wurde, dass es sich hierbei um das Ohr von Ali ibn Abi Talib handelt. Und Ali sagte daraufhin, ja, dass er danach nichts mehr vergessen hat, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wa sallam شَيْئًا قَطُّ فَنَسِيتُهُ. Ich glaube, diese Überlieferung, soweit ich mich jetzt entgegen kann, ich konnte mich jetzt nicht nochmal genau beschäftigen, aber ich hätte was gelesen gehabt, ist nicht ganz authentisch, meines Wissens, ja, aber ich wollte es an dieser Stelle trotz alledem erwähnt haben. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über die Vernichtung der Völker gesprochen hat und aufgezeigt hat, dass es wichtig ist, dass man auch bereit ist, das aufzunehmen, weil es bringt nichts, wenn der Koran herabkommt und die Leute dann, wie es das Volk von Nuh alaihi salam getan hat, einfach ihre Finger in die Ohren stecken. Ja'alu asabi'ahum fi adhani wastaghshaw thiyabahum. Sie haben ihre Finger in die Ohren gesteckt und haben dann sich überdeckt mit ihrer Kleidung. Bringt nichts, wenn du nicht bereit bist zuzuhören. Du musst bereit sein zuzuhören. Und jetzt geht Allah Ta'ala über zu dem eigentlichen Thema der Sura, nämlich zu der Al-Haqqa, dem jüngsten Tag. So heißt er Al-Haqqa. Das, was eintreffen wird, auf jeden Fall. Und er spricht jetzt darüber. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Wenn ins Horn ein einziges Mal geblasen wird, ein einziges Mal. Israfil alayhi salam, der Engel, der nur erschaffen wurde, um auf diesen einen Befehl zu warten, ins Horn zu blasen. Nichts anderes zu tun. Die ganze Zeit. Wartet er darauf, bis der Befehl Allahs kommt, um dann ins Horn zu blasen. Und es ist ein einziges Mal. Und bei diesem einzigen Mal wird alles zerstört werden. Wie viele Male wird denn ins Horn geblasen?
Einmal, damit alles zerstört wird. Und dann ein zweites Mal, damit alles wieder aufersteht. Manche Gelehrte sagen sogar ein drittes Mal. Ja, gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber sicher ist zweimal. Mit dem ersten Mal, und das ist das, was hier gemeint ist, wird alles zerstört. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, ja, direkt im Anschluss danach, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً. Und Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet werden. Mit anderen Worten, es ist dieses eine Mal. Es kommt plötzlich. Und dann wird alles zerstört. Ohne Vorwarnung. Natürlich gibt es Zeichen des jüngsten Tages etc. Aber die Hadithe, die zeigen uns auf, dass die Menschen auch am jüngsten Tag oder dann, wenn der jüngste Tag beginnen wird, dann werden nur noch ungläubige Menschen leben. Und die Menschen werden beschäftigt sein mit dem Alltag. So wie wir heute, subhanallah. So unglaublich. Also wir müssen uns einfach mal so ein bisschen vorstellen. Ja? Wir leben hier gerade in Europa und plötzlich von einem Tag auf den anderen hast du einen Krieg in Europa. Völlig unerwartet. Mal ganz ehrlich, wer von uns, ja, hatte wirklich mit einem Krieg in Europa gerechnet? Wer von uns hat damit gerechnet, dass eines Tages ein deutscher Bundeskanzler im Bundestag eine Kriegsrede halten wird? Darüber, dass er jetzt Deutschland wieder zu einer Militärmacht macht. Einfach so nur einmalig 100 Milliarden. Zur Ausrüstung der Armee, Aufrüstung der Armee. Wer von uns hätte das jemals sich erträumen können? Keiner. Ja? Und das ist eine Dunja-Angelegenheit. Und ich meine, es gab Vorzeichen dafür, dass es zum Krieg kommen könnte, aber keiner hat damit gerechnet. Und jetzt, mit dem jüngsten Tag, wird es genauso sein. Die Menschen sind in ihrem Alltag beschäftigt, gehen zur Arbeit, weiß ich nicht was. Und plötzlich wird ein Zorn geblasen. Sie schauen nach oben und es ist vorbei. Wie ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer einzelnen Überlieferung gesagt hat. Und genau dasselbe kann auch dir geschehen. Auch wenn wir vielleicht diese Zeit des jüngsten Tages nie erleben werden. Ich hoffe auch, dass wir das nicht erleben werden, weil das würde ja bedeuten, dass wir nicht glauben. Ja? Weil vorher kommt dann noch ein schöner Wind und er nimmt die Gläubigen, die Seelen der Gläubigen. Aber unabhängig davon, ja, genau dieses Plötzliche kann auch dir geschehen. Und wir leben in einer Zeit, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorausgesagt hat. Eine Zeit, in der sich Mautul Faj'a ausbreiten wird. Und was ist Mautul Faj'a? Der plötzliche Tod. Plötzlich. Du bist unvorbereitet. Und der Todesengel kommt und nimmt deine Seele. Deswegen sollte ich als Muslim immer vorbereitet sein. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Und Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet werden. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. An jenem Tag dann trifft die Stunde ein, die eintreffen wird. الْحَقَ الْوَاقِعَةِ. Nimm sie, wie du möchtest. Sie wird aber eintreffen. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٍ. Und der Himmel spaltet sich, sodass er an jenem Tag brüchig wird. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Und die Engel befinden sich an seinen Seiten und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jenem Tag acht tragen. Ist euch was aufgefallen, diejenigen, die Arabisch können? Es gibt ein Wort, was die ganze Zeit wiederholt wird. Ist eher unüblich für den Koran. Die ganze Zeit wiederholt. In diesen ganzen Versen, die wir gerade hatten. Welches Wort wird wiederholt? Yawma idin subhan an jedem Tag. Allahu Akbar. Fa yawma idin waqa'ati alwaqi'a wa anshaqqat fa hiya yawma idin wa hiya wal malaku wa yawma idin wa yahmilu fa arshu rabb fawqum yawma idin thamaniyah. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Viermal wird yawma idin hintereinander erwähnt. Allahu Akbar. Allah Ta'ala wird auf diesen Tag. Ist gewaltig. Sehr gewaltig. Und deswegen die Surah hat begonnen mit Al-Haqqah. Wir haben auch gesehen, wie schwer das ist. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Yawma idin, yawma idin, yawma idin, yawma idin. Er will auf diesen Tag aufmerksam machen. Und wie gewaltig dieser Tag ist. Und Allah Ta'ala, er zeigt etwas Gewaltiges auf. Er sagt, Al-Malak ala arja'iha. Der Engel oder die Engel. Und die Mufassirun, sie haben gesagt, mit dem
Engel, der in der Einzahl hier erwähnt wird, im Singular, sind wahrscheinlich Jinsul Melek gemeint. Das heißt, eine unbekannte Anzahl von Engeln. Oder Jami'ul Malaikati, wenn wir damit Al-Istighraq nehmen. Es gibt verschiedene sozusagen Bedeutungen von Al in der arabischen Sprache, also der Artikel, der die das. Es kann bedeuten, ja, dass damit gemeint ist, ja, Jinsul Melek, das heißt sozusagen die Kategorie oder die Rasse der Engel. Es kann aber auch gemeint sein, dass damit Al-Istighraq, das heißt, dass alle Engel an jenem Tag anwesend sein werden. Und wo werden sie anwesend sein? An den Seiten des Himmels, dieses Universums. So als würden sie dieses Universum bewachen. Und jetzt gibt es aber über ihnen acht. Wir wissen nicht was. Acht Engel. Was acht? Allah Ta'ala sagt einfach nur, Thamaniya. Es gibt acht, welche über diesen Engeln den Thron Allahs tragen werden. Es gibt jetzt, subhanallah, einige Überlieferungen, welche beschreiben, wie diese Engel, gesagt, dass es dann Engel sind, dann aussehen, wie gewaltig diese Engel sind. Und zwar, und diese Überlieferungen sind auch authentisch, subhanallah. Ich möchte einfach mal hier einige Überlieferungen, inshallah, ta'ala vortragen. Und zwar wird überliefert von Abu Dawud, von Jabir ibn Abdillah, vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. Mir wurde erlaubt, dass ich über einen Engel von diesen Engeln spreche, welche den Thron Allahs tragen werden am jüngsten Tag. Und er sagt, إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر. Zwischen seinem Ohrläppchen bis zu seinem Atik, ja, hier diese Stelle, also sozusagen, das ist dann der Hals, ist ein Abstand von 700 Jahren. Ich meine, wenn ich das höre, ein Abstand von 700 Jahren, lass es mal unsere Jahre sein. Stell dir mal vor, ich laufe 700 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer hätte man laufen. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist so unglaublich. Ja. Und Allahu A'lam, was für Jahre gemeint sind? Sind Lichtjahre gemeint? Ich weiß es nicht. Aber es müssen unglaubliche Geschöpfe sein, die Allah erschaffen hat. Unglaubliche Geschöpfe sein, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Welche am jüngsten Tag seinen Thron tragen werden. Und jetzt stell dir mal vor, du wirst das sehen mit eigenen Augen. Was muss das für ein Anblick sein? Du kleiner Mensch. Was das sehen. Wie gewaltig Allah ist, wie gewaltig das Universum ist, wie gewaltig die Schöpfung Allahs ist. Ein Engel, wo nur zwischen seinem Ohrläppchen und seinem Hals ein Abstand von 700 Jahren ist. Wenn es ein Engel ist, wie groß ist dann der Engel selbst, wenn nur dieser Abstand ist? Kann sich das nicht vorstellen. Es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und deswegen, Allah lässt es einfach offen. Er sagt einfach nur acht tragen ihn, nur acht. Einfach offen, damit man sich einfach darunter vorstellen kann, was man sich vorstellen möchte. Subhanallah. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ. Achso, wir haben eine Ayah vergessen. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَ. Und der Himmel spaltet sich, sodass er an jedem Tag brüchig wird. Ja, manche sagen, aufgrund der Engel, die hin und her sozusagen steigen werden. Ja, und dann, wie gesagt, die Engel an allen Seiten und diese acht Engel, welche den Thron Allah subhanahu wa ta'ala tragen werden. Und jetzt mit der Ayah müssen wir abschließen, wir werden den anderen Teil nicht mehr schaffen heute. يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَ. Das ist die Überleitung zum nächsten Abschnitt. Und das macht einem Angst. Und zwar sagt Allah ta'ala, an jenem Tag werdet ihr vorgeführt. Nichts von euch wird verborgen bleiben. Die Abrechnung. Ich meine mal ganz ehrlich, ich stelle mir das mal so vor. Man hört heutzutage über Länder wie China, wo es eine Rundumüberwachung gibt. Wenn man das so hört, dann kriegt man Angst, oder? Ganz ehrlich, man fühlt sich so ohnmächtig. Selbst heutzutage, wenn man fühlt sich manchmal ohnmächtig,
Man kann gegen einen Staatsapparat nichts tun. Du bist völlig ausgeliefert. Alles, was du tust, wird beobachtet. Und du weißt nicht, ja, es ist eine Form von Ohnmacht. Und das ist in der Dunya. Das sind Menschen, die haben nur Geräte, mit denen sie sich überprüfen. Die kennen nicht, was in dir ist. Und stell dir das mal vor, diesen Anblick. Du wirst auferstehen, du wirst die Engel sehen, alle Engel, überall um dich herum Engel. Und dann wirst du da oben vielleicht diese 8 Geschöpfe sehen, die den Thron Allahs tragen. Wie wirst du dich dann fühlen? Das ist dann keine Ohnmacht mehr, das ist dann Allahs. Was willst du denn noch machen, ganz ehrlich? Boah, es ist unglaublich. Ich meine, die Menschen machen sich lustig darüber. Ah, Hölle, weiß ich nicht was. Aber ich stell dir mal das vor. Du bist ausgeliefert. Und das Einzige, was dir helfen kann an diesem Tag, sind deine Taten in dieser Dunya. Subhanallah. Möge Allah ta'ala uns bewahren, Rabbil Alamin. Wir werden inshallah über diese Ayah noch sprechen. Inshallah, das ist der Übergang zum nächsten Abschnitt, der zu wichtig ist, dass ich ihn jetzt schnell abhandeln kann. Weil das ist mit so viel Emotion verbunden, dieses Muqra'u Kitabiyah. Da muss man wirklich einen eigenen Vortrag drüber machen. Das verbinden wir dann inshallah ta'ala mit dem letzten Teil. Dann schließen wir ab inshallah an dieser Stelle. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa al-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.